Ihr möchtet wissen, welche Fassadenarten bei Holzhäusern möglich sind? Dann ist dieses Video genau das Richtige für euch. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Feels Wood Kanal. Mein Name ist Benjamin Stocksiefen und mein wunderbares Team und ich helfen Menschen dabei, Häuser und Wohnräume aus dem nachhaltigsten Baustoff der Welt, Holz, zu bauen. Und wir zeigen euch auch, wie Holz dabei hilft, ein nachhaltiges und erfülltes Leben zu führen. Wenn ihr zukünftig keine Videos über Holzhäuser und Co. mehr verpassen möchtet, abonniert jetzt diesen Kanal und klickt auf das Glöckchen. Viele unserer Interessenten möchten wissen, welche Möglichkeiten es bei der Fassadengestaltung eines Holzhauses gibt. Speziell der Holzrahmenbau bietet unglaublich viele Möglichkeiten, die ich euch gerne hier und heute aufzählen möchte. Die Putzfassade. Dies ist in unserer Köln-Bonner Region die beliebteste Variante. Mit den entsprechenden Putzträgerplatten aus Holzfasern können die Außenwände eures Holzhauses ganz normal verputzt werden. Von außen seht ihr es dem Haus dann nicht mehr an, dass es ein Holzhaus ist. Wenn ihr aber reingeht, spürt ihr es am ganzen Leibe. Bei der Auswahl einer Putzfassade sollte auf einen diffusionsoffenen Putz geachtet werden, der kompatibel zum Wärmedämmverbundsystem ist. Die Putzfassade ist eine relativ preisgünstige Fassadenart und bietet vielfältige Möglichkeiten in der Gestaltung. Die Holzfassade. Holzhäuser mit Holzfassade sieht man häufig in Süddeutschland oder auch den skandinavischen Ländern. Doch auch hierzulande wird die Holzfassade immer beliebter. Denn es gibt eine große Auswahl an Holzarten, wie zum Beispiel Fichte, Tanne, Lärche oder eben Douglasie. Auch in der Variante der Anbringung gibt es viele Möglichkeiten, ob horizontal oder vertikal, als Stülpschalung, Bodendeckelschalung und vieles mehr. Mit Brettern, Schindeln oder Platten. Die Vorteile der Holzfassade liegen ganz klar in der Nachhaltigkeit und in der Flexibilität. Sie ist dafür etwas teurer als zum Beispiel die Putzfassade und bedarf etwas mehr Pflege. Die Pflege kann minimiert werden, wenn ihr die Fassade mit einer Vergrauungslasur verseht. Das ist für die Bauherren, die gerne Holz am Haus haben möchten, es aber eben nicht regelmäßig streichen bzw. pflegen wollen. Hier wird eine mineralische Farbe, also fein gemahlener Stein, aufgebracht. In den Bereichen, die stärker bewittert werden, geht es in die natürliche Vergrauung über. In den anderen Bereichen bleibt es dann in diesem Grauton. Auch eine schöne Lösung. Die Klinkerfassade. Hin und wieder werden wir auch gefragt, ob eine Klinkerfassade einem Holzhaus möglich ist. Und, ob ihr es glaubt oder nicht, auch das ist möglich. Eine Klinkerfassade hat den Vorteil, dass sie sehr langlebig ist und keiner großen Pflege bedarf. Kostenmäßig ist die Klinkervariante jedoch vergleichsweise teuer im Vergleich zu anderen Fassadenarten. Hinzu kommt, dass Klinkerriemchen den Feuchtetransport nach außen behindern. Daher sollte bei eurem Wandaufbau eine Hinterlüftungsebene eingeplant werden. Aus nachhaltiger Sicht ist die Klinkervariante sicherlich nicht zu empfehlen. Die Glasfassade. Natürlich gibt es auch die Fassadenvariante mit großen Fensterfronten. Glasfassaden sind sehr schick anzusehen, machen einen noblen Eindruck, bringen schön viel Tageslicht ins Haus und lassen die Räume groß wirken. Jedoch ist Glas auch die teuerste Fassadenart mit hohem Reinigungs- und Pflegeaufwand. Also nur für diejenigen, die keine Kosten und Mühen scheuen. Bitte beachtet auch die hohen Wärmeverluste im Winter durch das Glas sowie im Sommer den sommerlichen Hitzeschutz. Hier würden wir auf jeden Fall Rollladen oder mindestens Raffstoren empfehlen, damit ihr eure Räume verschatten könnt. Natürlich seid ihr bei eurem Holzhaus nicht auf eine einzige Fassadenart festgelegt. Beliebt sind auch Kombinationen von Fassadenarten. Auch hier ist erlaubt, was euch gefällt. Technisch ist nahezu alles machbar. So, das war's wieder von mir. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal, euer Benjamin Stocksiefen.